Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro Exodus in den Sumpf des Grauens. Falls euch diese Projekte gefallen, okay, lasst doch gerne ein Like da. Auch wenn es nicht immer gut ist, ja, also spieltechnisch, lasst doch bitte trotzdem ein Like da. Aber ganz ehrlich, warum zur Hölle haben wir uns jetzt so gequält, hier mit diesem fucking Boot dieses Stück zu fahren, ja? Ey, das ist doch nicht normal. Fall ich da ins Loch rein? Alter, das kannst du keiner erzählen. So dumm. Nee, nochmal geht der jetzt nicht um. Na, Vogel doch. Hab sowieso kein Medipack mehr. Schauen wir mal noch ein bisschen was, was wir einsammeln können. Bevor wir jetzt aber weitergehen, gucke ich kurz, ob ich einen Medipack noch. Ach, kann auch, ja, Gott sei Dank, zwei Stück. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Das ist egal. Also dieser Ort, der gefällt mir nicht. Das Sägewerk. Das gefällt mir hier echt. Muss man das nach draußen? Kann ich hier raus, ne?
Das ist ganz schön heftig, Alter, die Armbrust. Was ist denn jetzt los? Wir haben noch nicht mal mehr Nightwish. Ich gucke gerade die Tasten. Aber das ist ja alles weg. Ah, da willst du mich verarschen. Das ist erstmal wichtig. Ja, verpiss dich. Ein Schuss mit der Armbrust, oder? Die geht ab. Wo führen uns denn diese scheiß Stromkabel hin? Wie konnte man denn nochmal da die Bolzen wechseln, Alter? Muss ich gleich mal in der in der Einstellung gucken. Nee, nicht aus dem Wasser, Schweine. Oh, jetzt werde Licht. Alter, was hier für ein Smog ist, ne? Oder Nebel. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Jo. Sie haben immer recht, Herr Admiral. Ach, halt die Klappe, deine Nase ist schon braun genug. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, der Bandit. Nun, du bist hier. Und das bedeutet, dass all diese rückgratlosen Würmer und Möchtegern-Piraten tot sind. Hat er recht? Du brauchst nicht zu antworten. Wir wissen alle, dass ich recht habe. Und tschüss, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir ihm unsere Gastfreundschaft anbieten, Herr Admiral. Ein Gast, obwohl er ein Bandit ist. Ha, kein schlechter Gedanke. Nimm Platz, Bandit. Lass uns etwas Tee trinken. Ich wette, so etwas hast du noch nie getrunken. Habe ich selbst gesammelt, getrocknet und gekocht. Von diesem wertlosen Haufen kann man ja keine Hilfe erwarten.
Wenigstens essen sie nicht viel. Was, Jungs? Ja. Wir geben unser Bestes, Herr Admiral. Spart euch das Gelaber. Machen mehr Lärm als die verdammten Aquas in der Brunft. Vor unserem Gast haben sie auch keinen Respekt. Er kommt ja gar nicht zu Wort. Ignoriere sie einfach. Auf unser Treffen. Das ist mal ein guter Tee. Die pingeligen Landratten trinken ihn allerdings nicht. Strahlung, Strahlung! Strahlung am Arsch! Sieh uns nur an! Gefährlich. Wir sind so gesund, wie wir nur sein können. Danke fürs Herkommen. Siehst du, wie fröhlich meine Jungs sind? In letzter Zeit haben wir hier niemanden mehr zum Reden. Sie sind alle Man hat uns hier völlig vergessen. Selbst Roman hat uns vergessen. Er war allerdings hier, als wir diese Basis gebaut haben. Daran können sich noch alle Jungs erinnern. Ist doch so, oder? Ja, er war hier. Kann mich daran erinnern. Wir können uns alle daran erinnern. Schon gut, Jungs. Ihr könnt euch alle erinnern. Aber diese Mistkerle haben es einfach vergessen. Und die anderen Landratten auch. Die haben alle vergessen, dass wir sie hier mit unserem Leben verteidigen. Anfangs waren sie alle total glücklich darüber. Sie riefen, wir werden alle Banditen umbringen. Die Pioniere sind Feiglinge. Der Lehrmeister hatte nicht recht. Wir sind besser oder greifen an. Haben sie doch, oder Jungs? Ja, haben sie. Sie haben gerufen, bis sie heiser waren. Ja, lauter als diese Banditen, die wir erschossen haben. Da, bitte. Meine Jungs können sich daran erinnern. Ja, ich sag doch keiner was. Wieder nicht. Man konnte immer auf sie zählen, wenn es darum ging, die Pioniere zu beschimpfen. Ja. Mhm. Aber wenn es hart auf hart ging und die Aquas zu Hunderten angriffen, klangen sie plötzlich ganz anders. Oh, Strahlung. Oh, das ist gefährlich. Oh, und die Mädchen sagen, so, cool, der Meister hätte behauptet, wir sollen von hier verschwinden. Wir haben aber jetzt keine Zeit mehr. Tja, die Aquas zu bekämpfen macht eben nicht halb so viel Spaß, wie Banditen an Pfählen aufzuhängen. Die Banditen kann man ausrauben, wenn man sie umlegt. Aber die Mutanten haben nichts, wofür sich das Filzen lohnt. Wen juckt es also, wenn sie das ganze Tal auffressen? Das sind einfach nur armselige Ratten. Jetzt ist es auch ein bisschen zu spät, auf den Lehrmeister zu hören. Diesen Ratten ist es auch egal, ob sie auf den Lehrmeister oder auf die Mädchen hören, solange sie dadurch die Möglichkeit haben, den Schwanz einzuziehen. Denke ich auch. Deshalb sind sie alle abgehauen. Die Feiglinge. So, einen trinke ich noch und dann hau ich ab. Sogar die Pioniere haben mehr Rückgrat als dieser Abschaum. Sie sind Ludmilla zum Damm gefolgt. Dort wollten sie die Tunnel nehmen und am Staubecken entlang gehen, diese Abenteurer. Ha. Ich habe keine Ahnung, ob sie jemals irgendwo angekommen sind. Aber sie hatten definitiv keine Angst vor der Strahlung. Unterm Staudamm? Naja, die Einzige, die mit diesem Haufen noch Mitleid hat, ist Olga. Sie hat sie oft besucht. Diese Feiglinge bei den Ratssitzungen ordentlich vermöbelt. Uns besucht am Arsch! Dich besucht sie hier! Ja, sicher. Mich hätte ich diese... Und am Stau, da ist auch noch ein Eingang. Aljoscha! Alles klar. Ist schon. Bis ihr repariert wird, habe ich zwei Männer geschickt, um Annas Medikament zu suchen. Katja hat herausgefunden, wie es heißt. Aber es war extrem...
Wäre da der Lake nicht gewesen, wäre da oben was nicht so ganz schönes lang gelaufen. Meint ihr, die wohnt hier? Muss ich mal kurz nachhören. Hoffentlich lohnt sich das hier. Alles klar, das sehen wir in der nächsten Folge von Metro Exodus. Gucken wir, was wir hier so finden. Ich weiß ja gar nicht, wo wir jetzt sind. Ich glaube, unterm Damm in den Tunneln. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst noch ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.